Moin Leute, was geht? Erfurt Nico ist back und herzlich willkommen zu einem weiteren Schlosskonflikt Video. Ja, heute geht es mal um die guten Gildenkriege. Ja, ich habe mir gedacht, ich guck einfach mal, wo ich was reißen kann. Ich kann ja einfach mal hier reinjoinen. Ich kann ja mal gucken. Stabile Mauern auf jeden Fall, der Dude. Wir können es ja mal tryen. Ich habe hier noch ein paar Drachen. Die alle direkt weggeklatscht werden. Weil die einfach low sind. Alter, der hat gar nicht so viel Macht, nimmt mich trotzdem, hops. Nicht schlecht. Was hat der da stehen? Ich erkenn's nicht. Das ist Cosmo. Das obere erkenne ich nicht. Aber ich hab's genommen. Krass, obwohl der x-1000 macht weniger hat. Das. Nicht schlecht. Wenn das jetzt hier genauso passiert, dann weiß ich auch nicht. Okay. Das sieht schon ganz anders aus. Können wir jetzt hier noch ein paar Drachen setzen. Die sich Attacke denken. So, ich habe jetzt schon gesehen, Kampfpunkt, ja. Wen wechseln wir denn jetzt aus? Wir nehmen jetzt mal die Hüterin raus und nehmen unseren jetzt evolvierten Kollegen mit, da wir den ja im letzten Video gezogen haben. Gibt es hier so schnell an, wer wild Gildenkriege? So, das eine hat anscheinend irgendwie nicht so ganz gezählt. Bin hier noch mal reindunsen. Die sind nur zu sechst und haben so viel wie die anderen. Alles klar, mein Lieb. So, rein von der Theorie. Vom Machtvergleich müsste ich den ja auch packen. Sam Toto. Ich glaube, ich werde es bereuen, aber naja. Wir können es ja mal packen. Okay, da wird direkt irgendwer von den Gegnern weggesnitcht. Ja, okay. Gut. Das packen wir auf jeden Fall. Was jetzt natürlich am jungen Funken liegt. Der evolviert. Irgendwie nicht zwar viel anders ausschaut. Aber auf jeden Fall mehr machen müsste. So. Ich kann ja mal den zweiten hier aus der Gilde wegklatschen. Wenn der mich jetzt natürlich auch macht. Ich habe die Vermutung, die Gilde ist einfach gut. Ihr seht, der hat 187.000 Macht. Ich renne da nur hin. Und ich werde weggeklatscht. Das kann natürlich auch Strategie sein, dass die sich mit ihrer Macht quasi probieren, so ein bisschen runter zu pushen, damit die halt nicht auf so hohe Gegner treffen, damit die wenigstens gewinnen, quasi sowas wie eine Farmgilde. Ja, der scheint schon doppelt evolviert zu sein, der Dämonär, aber kein Problem für ein Squad. Irre. Aber versteht ihr, was ich meine? Die Russengilde, die sind halt nur 4 Mann. Das sind 10.000 Machtunterschied. Aber ich wette, der wird mich jetzt so hops nehmen. Ja, wo ist Walla Walla hin? Wo sind die anderen hin? Ich habe noch nicht mal eine richtige Attacke gestartet. Und bei mir gehen die Einheiten schon flöten. Ja, mal hier so ein bisschen rumnicken. Ein bisschen von hinten nochmal ran. Wenigstens noch Prozente holen oder so. Wie bei Clash of Clans. Hauptsache Prozente holen. Dass der Angriff als gewonnen zählt. Ja, jetzt kommt die Vögel von der scheiß Hüterin. Ja, ihr seht, Macht ist nicht alles. Macht ist einfach nicht alles.
seht ihr, viele gestorben. Ist natürlich nicht so gut. Da würde ich meinen, wir racken jetzt einfach noch einen kleinen weg. Auf ganz entspannt. Das war's natürlich. Irgendein Dimmer. Wenn man den nicht mit zwei. Okay, ich dachte, ich habe mehr Helden. Die sind alle ja gestorben. Na gut. Dann würde ich meinen, sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut, wenn alle wieder leben. So, da sind wir auch wieder. Alle Kollegen leben wieder. Auf ganz fresh. Wo setzen wir jetzt unseren letzten Angriff am besten hin? Wir hauen einfach den Deutschen, wenn die schon was mit Hannover heißen, nochmal eine über den Död. Die werden das schon souverän machen. Glaube ich zumindest. Ah, übrigens, die fliegen können, sind natürlich im minimalen Vorteil, weil sie einfach über die Mauern gleiten können. Das ist halt die weniger nette Variante. Aber was sollst du machen, gell? Ja, da haben wir auch die restlichen Punkte. Spielen die anderen Gilden gar nicht. Seit einer einen Angriff gemacht. Okay, anscheinend haben wir gegen AFK-Gilden gespielt. Gut. Dann könnte das ein Gilden-Win werden. Auf ganz entspannt. Dann will ich meinen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann will ich meinen, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Schlosskonflikt-Video. Whatever. Dann will ich meinen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.